Das ist soziales Engagement. Das stimmt tatsächlich. Und jetzt geben Sie mir Ihr Handy. Sozialismus, das bedeutet ja im Prinzip, die, die viel haben, sollen denen, die weniger haben, etwas abgeben. Jetzt haben Sie sehr viele Süßigkeiten hier, muss man sagen. Dann dürfen Sie gerne was nehmen, denn ich gebe gerne was ab. Alles klar, danke. Nimm das mal, das hat der Herr uns geschenkt. Dankeschön. Mein Team und ich, wir wollen kurz noch was essen gehen. Könnte ich vielleicht 20 von meinen Euros haben? 20 von Ihren Euros? Von unseren, das ist ja alles uns, die Sozialisten. Ja, aber wir sind immer noch in einer Gesellschaft, in der der Einzelne eine bestimmte Leistung erbringen muss. 10 Euro? 10 Euro, das betrifft das Gleiche, es ist das Prinzip. Also Sie würden mir nicht mal eine Wurst ausgeben jetzt, oder was? Wenn Sie in Not wären, ja, würde ich Ihnen... Gucken Sie mal aufs Mikrofon. Geben Sie den Herrn eine Wurst, bitte, weil das ZDF in Not ist. Na ja, lachen muss man da jetzt auch nicht drüber. Hi. Worüber haben Sie sich jetzt genau erschrocken? Über mein Gesicht oder das Mikro? Nee, dass Sie auf einmal so nah an mir dran stehen. Ich kann auch noch näher kommen. Noch einen, dann kann ich mir noch eine Cola holen. Danke. 3 Euro. Ja! Danke, Genosse. Das ist soziales Engagement. Das stimmt tatsächlich. Und jetzt geben Sie mir Ihr Handy. Nein, das kann ich. Warten Sie, ich bin ja ein Linker. Ja. Wenn Sie ein Handy brauchen, ach, nee. Ein Handy. Ach, das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich auch noch ein Handy. Frau Wagenknecht, Stichwort Kapitalismus. Jetzt mal ernsthaft, freuen Sie sich nicht ein bisschen über den ganzen Schlamassel? Naja, freuen kann man sich darüber nur nicht gerade. Aber es zeigt natürlich, dass vieles, was Linke vorhergesagt haben, eben leider auch wirklich so ist. Und Sie hatten zum ersten Mal recht, kann man sagen. Ja, gut, nur was nützt einem recht zu haben? Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass unsere Konzepte umgesetzt werden. Von was sind bei den Linken die großen Schwachstellen neben Lötsch und Ernst? Also einem neben Lötsch und Ernst, das weise ich natürlich zurück. Wenn man den Gedanken jetzt konsequent weiterdenkt, dass im Staate allen alles gehört, laufe ich ja jetzt im Prinzip in Ihrer Unterwäsche rum. Ist das okay für Sie? Nein, also das ist natürlich nicht unser Konzept, sondern wir wollen Wirtschaftseigentum vergesellschaften und Sie müssen sich keine Sorge um Ihre Unterwäsche machen. Okay. Sie wollen im Prinzip öffentlich-rechtliche Banken. Da muss ich Ihnen als ZDF-Mitarbeiter sagen, öffentlich-rechtlich, das hat noch nie funktioniert. Das ist erstaunlich, dass Sie als ZDF-Mitarbeiter das sagen. Ich muss Ihnen sagen, in der Krise haben sich gerade die Sparkassen bewährt. Das weiß jede Zuhörerin und jeder Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie es nicht wegschneiden jetzt. Und deshalb... Wahnsinn. 2 Kaffee. Eine Wurst, ein Batzen Süßigkeiten, ein Handy und 3,02 €. Schade, dass nicht jeden Tag linken Parteitag wäre, denn dann würde ich ganz bestimmt nicht mehr für dich arbeiten, Welke. Und damit zurück ins Studio. Mann, bin ich lustig. Und auch echt schlagfertig, ne? Bin ich auch.